Hey ho, YouTube und herzlich willkommen zu einem Video, für das ich noch keinen Namen habe in dem Moment, wo ich es aufnehme. Und zwar geht es darum, denn ich habe schon ein paar Mal erwähnt, ich bin gerade mitten im Umzug und man sieht es auch an meiner leeren Wand hinter mir, wo kein Comicregal mehr steht. Und auf jeden Fall bin ich gerade dabei, ein paar Videos für euch aufzunehmen, dass ich die Internetpause-Lücke, die ich haben werde dadurch, dass ich halt umziehe, das dauert halt ein bisschen, bis das neue Internet freigeschaltet wird. Der Anbieter meinte von mir zu mir 2 bis 6 Wochen und ich bin halt gerade dabei, jede Menge Videos für euch aufzunehmen, dass ich diese Zeit überbrücken kann. Ich habe es bei 3 Wochen Mallorca geschafft, weil ich im Vorfeld 21 Videos aufgenommen hatte. Ich hoffe halt jetzt auch irgendwie 1-2 Wochen mindestens überbrücken zu können, deswegen kommen in letzter Zeit auch so viele Einzelreviews von mir. Also erstmal so viele, also ich habe auch ein Video für die eventuelle Pause gedreht. Wenn alles gut gekriegt, dieses Video gar nicht zu sehen, wo ich dann die Pause ankündige sozusagen. Wenn alles schief geht und das mit dem Internet ein bisschen rumbockt, dann bekommt ihr dieses Video noch zu sehen. Worauf ich jetzt eigentlich hinaus möchte, ich bin natürlich jetzt jede Menge Einzelreviews am Aufnehmen in letzter Zeit und das liegt zum einen daran, dass mir noch nichts eingefallen ist für die 50. Folge von Comic Reviews. Ich wollte irgendwie ein bisschen was Besonderes machen, allerdings, da ich jetzt im Umzug bin, viele Comics von mir eingepackt sind, ist das halt alles ein bisschen problematisch. Ich habe halt noch ein paar Comics draußen gelassen, die ich jetzt in den paar Tagen bis zum Umzug, der jetzt heute in einer Woche ist, wir sind, wie gesagt, nur Sachen am Packen gerade und auf jeden Fall habe ich ein paar Comics hier liegen, die ich jetzt noch lesen werde die Tage, die werde ich auch einzeln reviewed bekommen von mir und ich werde mir vielleicht in der neuen Wohnung dann was einfallen lassen, was ich für die 50. Comic-Review-Folge vorhabe und das kommt ihr ins Spiel. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal ein paar Vorschläge in die Kommentare reinballern könntet, was ihr euch für die 50. Folge Comic-Reviews von mir wünscht. Dann ist noch zu sagen, dass wenn der Sinus es jetzt endlich mal hinbekommt, nimmt er am Sonntag, also wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich morgen oder übermorgen, ich weiß noch nicht, wann ich das online setze hier, bekommt ihr dann vielleicht endlich mal ein zweites Solo-Video vom Sinus zu sehen, der mir jetzt auch ein bisschen unter die Arme greifen soll damit, dass er auch 1-2 Videos mehr für den Kanal aufnimmt, damit ich halt was habe für die Pause, die eventuell eintreffen könnte. Dann bekommt ihr noch eine dritte weitere Person, vielleicht auch regelmäßiger zu sehen, der gerade in Vorbereitung ist, sein erstes Video von meinem Kanal aufzunehmen. An der Grüße, schöne Grüße an dich, Lars. Da werdet ihr auch in den nächsten Tagen sehen können. Hoffentlich, wenn das alles klappt und so weiter. Und dann noch eine nächste Sache. Ich würde gerne wieder ein Frage- und Antwort-Video aufnehmen, da ihr die ja recht gerne seht und auch andauernd Fragen an mich habt. Würde ich euch darum bitten, jetzt hier in die Kommentare eure Fragen reinzuballern, die ich dann im Laufe der nächsten Woche beantworten werde. Ich glaube, ich mache genau eine Woche. Oder vielleicht auch nicht. Kommt auf die Menge der Fragen an. Wenn es viele Fragen sind, bekommt ihr sogar 2 Frage-Antwort-Videos. Wenn es nicht so viele Fragen sind, bekommt ihr nur 1. Also ballert Fragen raus, dann habe ich direkt mal 2 Videos für die ganze große Pause. Das war's dann auch schon, Jungs und Mädels von mir. Ich hoffe, ihr lasst mir wie immer einen Daumen nach oben da, ein paar Kommentare. Wie gesagt, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir ein paar Vorschläge machen könntet, was man Cooles machen könnte für die 50. Folge Comic Reviews. Vielleicht fällt mir auch selber, bis ich das hier hochgeladen habe, ist vielleicht schon selber was eingefallen. Wenn nicht, würde ich mich echt sehr freuen. Und ansonsten Kommentare, 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 Daumen, 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 Abos, 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 haut da rein.